wir stärker als du. Fiese Tricks von neuen Schurken. Nur zusammen könnt ihr was bewirken. Gut gemacht. Die neuen Folgen Miraculous. Heute, 18.40 Uhr. Hallo, meine durchgeknallten Otakus. Ja, ihr habt es ja gerade schon gesehen. Im heutigen Video geht es um Miraculous Ladybug. Wer es noch nicht kennt, es ist kein Anime, war aber ursprünglich als Anime von Toei Animation geplant. Mittlerweile hat sich das Ganze zu einem internationalen Phänomen entwickelt. Man kann wirklich sagen, Miraculous ist das neue My Little Pony, Freundschaft ist Magie. Also die letzten Jahre, wir hatten von My Little Pony ja die ganzen Figuren in Kinderüeiern für Mädchen. Wir hatten Figuren im Burger King, ich glaube, das gab es sogar, oder im McDonald's, ich weiß jetzt nicht, eins von beidem, auf jeden Fall sogar mehrmals. Einmal dieses Jahr und einmal letztes Jahr. Ja, natürlich DVDs, ganz viele Figuren, riesen Merchandise. Und da hat sich ja sogar dieser Brony-Kult entwickelt, ja, dass dann irgendwie junge Männer sich das angeguckt haben, wahrscheinlich so wie ich, um sich drüber lustig zu machen, auf einmal gemerkt haben, hey, das ist eigentlich ganz lustig und cool. Tja, und eigentlich kann man sagen, dass jetzt genau dasselbe wir beobachten können mit Miraculous. Auch wenn es CGI animiert ist, in 3D, wird es trotzdem von Toei Animation produziert. Und allein deshalb war es für mich schon mal ein Blick wert. Also wer Toei Animation nicht kennt, das ist das Animationsstudio, was so grandiose, bahnbrechende Animes hervorgebracht hat, wie Pokémon, ach Quatsch, Pokémon, Sailor Moon. Ich muss mich korrigieren, Pokémon war ja ULM. Nee, Sailor Moon, Digimon, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, alles, was es jemals von Dragon Ball gab. Sailor Moon natürlich auch Sailor Moon Crystal und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. One Piece, Kamikaze Kaito-chan. Und Kamikaze Kaito-chan ist auch eine gute Überleitung, denn tatsächlich ist die Dynamik in der Serie mit der Dynamik aus Jan, die Kamikaze-Diebin, durchaus vergleichbar. Denn wir haben hier einmal Ladybug, die Hauptprotagonistin, und, nee, das ist nicht Cat Noir, und Cat Noir, und die beiden haben eine ähnliche Dynamik wie Jan und Sindbad, nur dass die beiden tatsächlich mehr zusammenarbeiten als Jan und Sindbad, die ja eher Rivalen waren, aber hier ist es auch so, ein bisschen verzwickt, eine vertragte Liebesgeschichte steckt auch dahinter. Denn Ladybug heißt im normalen Leben Marinette und Marinette ist in Adria verliebt. So heißt nämlich Cat Noir im normalen Leben. So, nun ist aber Cat Noir bzw. Adria total in Ladybug verliebt. Und natürlich wissen sie nicht voneinander, wer sich hinter der Maske des jeweils anderen verbirgt. Und das sorgt natürlich für viele irrwitzige Situationen. Tatsächlich finde ich die Serie sehr interessant, wobei man dazu sagen muss, dass Staffel 1 nahezu, sagen wir mal, zu 97% aus Fillern besteht. Also, ja, ihr könntet theoretisch 3 Folgen der ersten Staffel gucken und seid auf dem aktuellen Stand, um euch Staffel 2 anzusehen. Also von daher, ja, da wurde viel gefillert. Umso interessanter geht es jetzt weiter in der zweiten Staffel, wo vor, ja, jetzt auch schon wieder über einem halben Jahr die ersten paar Folgen auf Deutsch schon mal zu sehen waren. Und die sind tatsächlich echt interessant gewesen. Jetzt, und deshalb mache ich dieses Video gerade heute, und deswegen wird das auch nicht geschnitten, also Entschuldigung für alle meine Schnitzer, und wenn ich mich berichtigen muss, mich verhaspel oder sonst was, dass das jetzt alles so drinne bleiben muss. Aber mir war es wichtig, das heute reinzustellen, das Video, weil nämlich heute die neuen Folgen von Miraculous, heißt ja eigentlich die Geschichten von Ladybug und Cat Noir, das ist so der vollständige deutsche Titel, ja, die ersten 5 neuen Folgen an den Start gehen, nach so langer Zeit, aber es ist leider nur 5 Folgen, also es wird nicht die komplette zweite Hälfte der zweiten Staffel geben, sondern das ist jetzt so, also heute Abend kommt die erste neue Folge, dann geht das so weiter bis Freitag, dass jeden Tag eine neue Folge kommt und dann ist erstmal wieder Sendepause und es werden halt nur alte Folgen wiederholt. Also es gibt 5 neue Folgen und tatsächlich war jetzt auch einiges los, um diese 5 neuen Folgen zu zelebrieren.
Mit Sicherheit auch gleichzeitig, weil Staffel 1 jetzt komplett auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Aber ja. Denn ich weiß gar nicht, ob DVD und Blu-ray oder nur DVD, ehrlich gesagt. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall. Ihr könnt euch Staffel 1 auch komplett auf Netflix ansehen, wer noch gar nicht in Berührung kam mit der Serie. Wie gesagt, es lohnt sich. Wobei ihr aber damit leben müsst, dass es viele Folgen gibt, die nicht wirklich handlungsrelevant sind. Aber wer Sailor Moon damals gerne geguckt hat und Gianni Kamikaze, der sollte sich daran sowieso nicht mehr stören. Ja, wie gesagt, in Staffel 2 weht ein anderer Wind. Die ersten 11 Folgen oder 10 Folgen kamen ja schon und da war tatsächlich jede Folge oder fast jede Folge handlungsrelevant. Also es entwickelt sich langsam ein bisschen weiter. Es kommen neue Superhelden dazu, wie zum Beispiel Rena Rouge, die ihr hier sehen könnt. Und ja, um das alles zu feiern, also jetzt die neuen 5 Folgen, die jetzt diese Woche kommen, gab es Anfang letzten Monats oder ab Anfang letzten Monats im Burger King eine Aktion, wo ihr Power Rangers abgreifen konntet und eben auch Miraculous-Figuren, die ihr hier alle rumliegen seht. Und ich habe die extra noch nicht ausgepackt. Ich habe ja dann mich selbst gehandicapt mit meinem Shonen Jump-Monat, sodass ich keine Chance hatte, in dem Monat, direkt wo ich sie alle hatte, euch sie zu zeigen. Sie euch zu zeigen, so rum. Deshalb holen wir das jetzt nach. Ich packe die Figuren mit euch zusammen aus, guckt die mit euch an, was sie alles können. Habe die Verpackung von dem Happy Meal oder Kids Club Menü, wie auch immer das heißen mag, nicht aufgehoben, weil da war jetzt auch nichts Besonderes drauf, also kein schönes Miraculous Motiv oder sowas. Deswegen fand ich das an dem Punkt überflüssig. Ihr seht, es sind insgesamt 5 verschiedene Miraculous Spielzeuge, ich glaube auch genauso viele Power Rangers. Und tatsächlich sind diese Figuren von Anfang an hart umkämpft gewesen. Also ich bin direkt am ersten Tag, beziehungsweise, nee, das stimmt so nicht ganz. Ich glaube, am Freitag kamen die raus, dann war ja das Wochenende und ich habe quasi erst am Wochenende mitbekommen, dass es die jetzt endlich gibt, nachdem ich die ganzen Wochen vorher schon gelächzt habe und die ganze Zeit Burger King zugespammt habe. Mensch, Leute, wann kommen endlich die Miraculous-Figuren? Weil im Ausland gab es die ja schon früher oder in Österreich, Schweiz und so. Und ja, wir in Deutschland sind mal wieder die Letzten, wie immer. Und diese Figur hier, also die Protagonistin, Ladybug, war tatsächlich dann am Montag, also wie gesagt, Freitag kamen die raus, dann Wochenende, wo ich halt eh keine Chance hatte, in die Stadt zu kommen, dann am Montag bin ich in die Stadt gefahren und es gab diese Figur in dem Burger King, wo ich zuallererst gewesen bin, schon nicht mehr. Also es ist der helle Wahnsinn. Und mir hat ein Freund von mir erzählt, dass er auch an dem Montag oder sogar noch früher, was er vielleicht sogar schon am Wochenende, ist er auch schon zum Burger King gefahren, extra um die ganzen Figuren abzugreifen. Und der hat auch gesagt, die hatten die schon dann nicht mehr. Das ist wirklich verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ja, wenn ihr zum Beispiel bedenkt, wie wahnsinnig beliebt Pokémon ist. Und da waren ja auch mal Pokémon-Figuren jetzt letztens wieder im Meckes. Die waren nicht so schnell weg, also nicht so krass. Oh, das kommt mir vielleicht nur so vor, weil ich da auch immer direkt am ersten Tag dann da war. Oder vielleicht haben die ganz andere Stückzahlen bekommen, das weiß ich alles nicht. Aber hier, das ist echt schon krass gewesen. Und er hat erzählt, er hat dann aber nachgebohrt und hat gesagt, hey, kann ja nicht sein, dass ihr jetzt schon keine mehr habt. Vielleicht, also, der hat dann irgendwie so lange Rabatz gemacht, bis der Chef persönlich kam, ist irgendwie hinten in den Laden gegangen, in irgend so ein Lager oder was weiß ich, und hat nochmal so einen ganzen Sack rausgefischt, wo diese Figuren hier nochmal zuhauf drinne waren. Und ja, ich gehe mal davon aus. Ach, die lassen sich auch ganz leicht öffnen, ohne Schere. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht in der Filiale, wo ich war, auch so gewesen wäre, wenn ich denn mich mehr erkundigt hätte und nachgefragt hätte. Aber tatsächlich habe ich das nicht getan, sondern bin dann einfach noch am selben Tag mit meinem Vater zusammen nochmal im Burger King essen gegangen und da, also in einer anderen Filiale, und da hatten sie tatsächlich diese Figur noch. Und ja, war ich einfach froh, dass ich die noch schnell abgegriffen habe. Und das Besondere an diesen Figuren ist, dass man erstmal nur einen Kopf hat, aber in dem Kopf steckt der Körper quasi drinne. Also das seht ihr hier auf der Verpackung. Wie ist das? Hier ist so ein. Da muss man drauf drücken, oder? Oder wie läuft das? Wie funktioniert das? Bin ich zu blöd dafür?
Achso, ja, wenn ich es unten zuhalte und oben drauf. Ah, ach, guck mal. So, und dann klappt das auf und da habt ihr dann den Körper drinne. Das ist ja interessant. Und dann kann man quasi den Körper rausholen und dann die Figur wieder zumachen. Ja, und dann habt ihr hier eine Ladybug mit einem dicken Wasserkorb, die wahrscheinlich nicht stehen bleibt. Also hier auf so einer Decke, auf so einem komischen Untergrund sowieso nicht. Probier es mal auf dem Tisch aus. Ja doch, also auf ganz ebenen Flächen wie einem Tisch funktioniert es. Aber ja, so sind alle diese Figuren. Und ja, abgesehen davon haben die keine besonderen Funktionen, was ich zur Abwechslung auch mal ganz schön finde, weil ich finde so ganz normale Figuren eigentlich schöner als Figuren, die dann oft so designt sind, dass die irgendeine Funktion erfüllen müssen und deshalb dann meistens total blöd aussehen. Oder nicht meistens, aber oft. So, dann dein Favorit hier ist bestimmt Cat Noir, oder? Kann das sein? Ja, hier haben wir einen kleinen Guest-Star heute. Das ist die Nachbarskatze, die jetzt immer hier ein- und ausgeht, seit mein Kater verschollen ist. Um mich ein bisschen zu trösten. Und ich wollte ja die ganze Zeit mal ein Video machen, um die euch auch mal zu zeigen, weil die voll niedlich ist. Und das ist eigentlich so eine ganz gute Zwischenlösung im Moment, solange mein Kater nicht aufgetaucht ist und ich will auch nicht eine neue Katze mir zulegen, weil ich ja nicht weiß, ob er vielleicht doch noch irgendwann wiederkommt. Ja, und dann ist es doch schön, wenn man ab und zu mal die Nachbarskatze zu Besuch da hat. Und am Ende des Tages ist sie nicht mein Problem. Und sollte mein Kater wieder zurückkehren, dann muss ich auch nicht die Katzen irgendwie aneinander gewöhnen. Also hier, die ist tatsächlich anders verpackt als die Ladybug. Die muss ich echt aufschneiden. Dann habe ich auch nicht das Problem, die aneinander zu gewöhnen, weil ich denke mal, mein Kater wird dann ziemlich schnell sagen, nein, das ist mein Revier, verpiss dich, und dann ist die Sache gegessen. Wieso finde ich denn keine Schere? Oh. Dann muss ich es doch so aufreißen. Nee, das ist halt eine ganz coole Sache im Moment, weil wenn ich mir eine neue Katze zulegen würde und mein alter Kater taucht dann doch noch wieder auf, was ich ja immer noch sehr, sehr, sehr hoffe, dann müsste man die beiden aneinander gewöhnen und das ist alles ein bisschen, weiß man nicht, wie das klappt, wie das harmoniert und das wäre mir alles zu riskant. Ja, was auch eine Besonderheit ist an den Figuren, dadurch, dass die Beschreibung, wie man die benutzt, quasi aufgedruckt ist auf diesem Plastik, gibt es da keinen Beipackzettel wie sonst immer, wo dann auch alle Figuren zu sehen sind. Was ein bisschen schade ist, weil ich sammle die eigentlich immer ganz gerne. Tatsächlich werde ich auch noch ein Video machen über die Ü-Ei-Figuren von Miraculous, weil da habe ich auch fleißig gesammelt. Da fehlt mir jetzt nur noch Tiki und Plaque und die Kim hat die aber doppelt und würde die mit mir tauschen. Dann hätte ich die nämlich auch alle, aber das wird noch ein bisschen dauern, weil ich muss erstmal mich mit ihr treffen, damit wir das machen können. Und deswegen ist das hier so der erste Teil von einer zwei Teile umfassenden Videoreihe zu Miraculous-Spielzeugen. Ja, also der Mechanismus ist auch hier genau derselbe. Wir haben hier einen Kopf. Da muss drauf gedrückt werden. Dann klappt sie auf und hier ist der Körper drinne. Was ein bisschen schade ist am Körper, ihr seht hier die Glocke um den Hals, die ist von der Farbe her nicht mehr so geil. Das sieht sehr mitgenommen aus. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber das weiß man ja vorher nicht. So, sieht dann so aus. Ja, was interessant ist an der Serie, sie hat ein Miraculous, so heißen diese Gegenstände, die ihnen besondere Kraft verleihen und sie zu Superhelden verwandeln, das Dinge erschaffen kann, also so ein Glücksbringer. Und eigentlich sind es immer so total random, merkwürdige Sachen, die in der Situation dem Anschein nach überhaupt keinen Nutzen erfüllen, wie zum Beispiel, dass dann ein Regenschirm vom Himmel fällt oder ein Rad oder was weiß ich was. Pedale oder sowas. Und dann muss sie immer einen Weg finden, das sinnvoll zu benutzen und um den Kampf für sich zu entscheiden.
Ja, und ja, weil sie für quasi für das Leben steht und für Schöpfung, sage ich mal, ist ihr Symbol ein Glückssymbol, nämlich der Marienkäfer. Übrigens hat mich das voll weggeschickt, dass das englische Wort für Marienkäfer Ladybug ist, also quasi Ladykäfer. Ist voll strange irgendwie. Ja, und er hier steht für Zerstörung, hat ein Miraculous, mit dem er Sachen zerstören kann. Dementsprechend hat man ihm eine schwarze Katze als Unglückssymbol verpasst. Also auf den ersten Blick denkt man ja so, hä, wieso Katze und Marienkäfer, das passt ja mal sau nicht zusammen. Aber wenn man das weiß, dann ergibt es ja auf einmal Sinn. Das fand ich echt cool so als Erklärung, weil mir das tatsächlich nicht klar war auf den ersten Blick, wie da der Zusammenhang ist. Und ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, Cat Noir, Cat natürlich englisches Wort von Katze und Noir das französische Wort für Schwarz. Und es spielt tatsächlich auch alles in Paris, die ganze Serie. Was ja auch sehr ungewöhnlich ist für eine Serie, die mehr oder weniger aus Japan kommt. So, dann haben wir als nächstes den Gegenspieler, der darf natürlich auch nicht fehlen, nämlich Hawk Moth. Ach, die Katze hat sich ganz süß gestreckt. Ja, und Hawk Moth ist tatsächlich auch eine Person aus dem nahen Umfeld von Adrien. Aber wer genau, das werde ich noch nicht verraten. Eigentlich kann man es anhand von der ersten Staffel schon sehr gut drauf kommen und erahnen, alleine schon, weil Hawk Moth und diese eine gewisse Person schon dieselbe Synchronstimme haben, weil es ja eben dieselbe Person ist. Huch. Aufpassen, dass ich hier mit meinen viel zu langen Fingernägeln das nicht zerkratze. Aber im Moment finde ich die so praktisch, ich behalte die noch ein bisschen. Sonst schneide ich die mir immer mega kurz. So. Ja, wie gesagt, Mechanismus immer derselbe. Der böse Widersacher Hawk Moth. Er hat die Fähigkeit, Akumas zu verteilen oder zu erschaffen oder wie auch immer. Also so komische Schmetterlinge, mit denen er Menschen in Monster verwandeln und manipulieren kann. Ja, hier haben wir seinen Körper, deshalb ist er halt auch dann immer wieder auf der Suche nach Leuten, die gerade in Situationen sind, in denen es ihnen nicht gut geht, weil dann sind sie besonders anfällig und dann kann er sie kontrollieren. Ja, und meistens sind es dann irgendwie die Mitschüler und Mitschülerinnen von Marinette und Adrien, die er sich da vorknüpft. Jetzt kommt mir gerade so voll der Gedanke, das kann ich euch jetzt nicht ohne Spoilern erzählen, aber ja, doch, also ich erzähle es jetzt einfach, aber Spoilerwarnung, also am besten ihr haltet euch jetzt mal so die nächsten 30 Sekunden die Ohren zu. Also Hawk Moth ist in Wirklichkeit der Vater von Adrien. Und mir ist gerade gedämmert, warum er nicht wollte, dass sein Sohn auf die öffentliche Schule geht, weil ich glaube, der ist immer heimunterrichtet worden vorher und er wollte aber unbedingt auf die öffentliche Schule. Ja, kein Wunder, weil er ja dann immer hingeht als Hawk Moth in der Schule irgendwelche Mitschüler von Adrien verwandelt und als Monster Amok laufen lässt. Und dann wollte er wahrscheinlich damit seinen Sohn schützen. Das war jetzt mal voll der interessante Gedanke, Gedankengang. So, dann machen wir weiter mit einer Person, die erst in der letzten Folge im Januar diesen Jahres enthüllt wurde, auf Deutsch, in der deutschen Fassung meine ich, nämlich Rena Rouge. Tatsächlich ist das aber nur so eine, wie soll ich sagen, dahinter verbirgt sich die beste Freundin von Marinette, nämlich Alia. Und sie musste Verstärkung holen und hat deshalb, sollte sie einer Person ein Miraculous ausleihen, also nur ausleihen. Und ja, da hat sie sich dann für dieses Fuchs-Miraculous entschieden, was man aus der ersten Staffel kennt, wo eine der Gegnerinnen eine Kopie davon benutzt und sich in Vulpina verwandelt. Und ja, tatsächlich hat sie dann den echten Miraculous ausgeliehen, also den hat sie dann Alia nur für diesen Kampf eben gegeben, damit sie sich in Rena Rouge verwandeln und ihr helfen kann. Danach musste sie den aber wieder zurückgeben. Also sie ist jetzt keine dauerhafte Mitstreiterin von den beiden anderen. Und sie hat mit ihrem Miraculous die Fähigkeit, Illusionen zu erzeugen. So ähnlich wie das Vulpina eben am Ende von Staffel 1 auch konnte. So, ich habe es aufgekriegt. Ja, ich denke mal, es wird hier so ähnlich sein wie bei den anderen Figuren. Also ihr seht auch die Ähnlichkeit zu Alia auf jeden Fall.
schon deutlich. Also hier bei Hawkmoth ist es ja weniger klar, weil er ja wirklich so eine richtige Maske auf hat. Aber hier muss ich ja, denke ich mal, nicht ein Geheimnis draus machen, dass da Alia dahinter steht. Wie gesagt, in der deutschen Fassung taucht sie ja eh schon auf. Und oder ist schon bereits aufgetaucht in den alten Folgen. Ja, dann kann man hier den Körper rausklappen. Wieder zuklappen. Und dann haben wir Rena Rouge. Also Rena ja aus dem Japanischen, glaube ich. Ne? So heißt, es gibt ja auch Renamon, das ist ja auch so ein Fuchs-Digimon. Und Rouge heißt ja rot, also roter Fuchs. Ach ja, Miraculous heißt, glaube ich, wundersam oder irgendwie sowas. Fantastisch, wundersam. Keine Ahnung. Hat irgendwas mit Wundern zu tun. So, dann haben wir zu guter Letzt eine Figur, die massiv spoilert. Aber nun ist sie ja halt dabei, da kann ich jetzt auch nichts dafür. Aber ich glaube, sie heißt Queen Bee. Und ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das Chloe, wenn sie ein Miraculous bekommt. Ich weiß nicht, welche Fähigkeit dieses Miraculous hat. Wie gesagt, sie kam ja noch gar nicht vor in den deutschen Folgen. In der Gestalt halt. Und ja, es wirft natürlich sehr viele Fragen auf. Also ich finde, es ist so ein Spoiler, der eigentlich eher Lust auf mehr macht, als dass er einem irgendwas verdirbt. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass sie dabei ist als Figur. Denn man fragt sich natürlich, wie kann es sein, dass ausgerechnet die absolute fiese Oberbitch aus der Klasse ausgerechnet dann ein Miraculous bekommt. Ob vielleicht Adria dann mal irgendjemandem eins geben muss, weil er ist ja eigentlich ganz gut mit Chloe befreundet. Aber ich finde es sehr merkwürdig. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze aufgelöst wird in der Serie dann, wenn es soweit ist. Und dann werden wir Queen Bee in Aktion sehen. Und vielleicht bekommt Chloe auch als Charakter dann ein paar andere Facetten. Da gab es jetzt auch einen Ansatz in Staffel 2, wo es ja eine Folge gab, wo sie sich mal die ganze Zeit bemüht hat, nett zu sein, was man ja so auch von ihr gar nicht gewohnt war. Und ja, da wird es, denke ich mal, in der nächsten Zeit noch viel, viel mehr von geben. In der ersten Staffel war das ja immer so, dass man sich gedacht hat, oh Mensch, Ladybug, warum rettest du denn der blöden Kuh das Leben? Lass sie doch einfach sterben. Weil man sie einfach so sehr hasst, von Abgrund zu abgrundtief, aus tiefstem Herzen. Aber ja, deshalb bin ich gespannt, wie aus dem Miststück dann vielleicht noch ein, ja, Charakter wird, den man vielleicht sogar gern haben kann. In diesem Sinne wären wir fertig mit dem Video. Die Power Rangers habe ich nicht gesammelt, obwohl natürlich auch hier in Bezug zu Japan vorhanden ist. Die haben ja die Power Rangers ursprünglich erfunden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nie so den Bezug hatte zu der Serie, was hauptsächlich dem Fakt geschuldet ist, dass meine Mutter mir damals verboten hat, das zu gucken, weil sie gedacht hat, das wäre voll brutal. Was tatsächlich die aller einzige Serie war, die meine Eltern mir jemals verboten haben. Ja, also ich habe dann Dragon Ball geguckt, was ja nicht weniger brutal war. Und Dragon Ball Z sogar dann immer jeden Abend mit meinem Vater zusammen. Das ist schon witzig, wenn man so drüber nachdenkt, aber so war das damals. Power Rangers ist böse, die kämpfen immer nur, das ist brutal. Das darfst du nicht gucken. Ja. Naja. An dieser Stelle, aber ich finde, fünf Figuren reichen auch vollkommen aus. Ich meine, die waren jetzt schon teuer genug. Natürlich gab es da bei jeder Figur auch was Essbares dazu. Aber es war jetzt auch kein Angebot. Also bei den Pokémon-Figuren hat man ja noch Glück gehabt. Da war ja noch so ein Angebot am Laufen, dass man die Happy Meals billiger bekommen hat als normal. War ja jetzt hier leider nicht. Und deshalb war ich ganz froh, dass ich dann innerhalb von einem Tag die ganzen fünf Figuren zusammenbekommen habe. Ihr denkt jetzt bestimmt, ich bin mega verfressen. Ich gucke gerade, hier geht die Farbe so ein bisschen ab, fällt mir auf. Dass ich so viele Kids Club-Menüs an einem Tag gegessen habe, das stimmt gar nicht, weil ich hatte tatsächlich, war ich mit einer Freundin unterwegs und die war so lieb und hat mir zuliebe auch noch ein Happy Meal gegessen. So kam ich halt an die ersten drei Figuren. Das waren auch hier die drei, die ihr hier seht. Also ich hatte zwei gegessen. Ich werde sowieso von einem einzigen Kindermenü nicht satt. Ich muss immer zwei essen, um überhaupt satt zu werden. Also wir haben dann zwei Menüs gegessen. Also ich zwei und sie eins. Und so kam ich halt an die drei Figuren hier schon mal, weil ich es halt total schwierig fand, die beiden Figuren auseinanderzuhalten, wegen selbes Farbschema und so. Da habe ich auch gedacht, so, hä, gibt die mir jetzt schon wieder Cat Noir? Und dann habe ich so gesagt, nee, das ist doch der ach so. Und dann habe ich von Namen gesehen, ah nee, die sehen halt einfach wahnsinnig ähnlich aus, so. Und die anderen beiden habe ich dann noch mit meinem Vater abgegriffen, hat halt jeder noch mal eins gegessen. Das heißt, ich habe an dem Tag drei Kindermenüs gegessen. Das ist schon
war schon heftig. Also ich glaube am Ende, ja, ist mir, glaube ich, bestimmt auch alles hochgekommen, aber ja, ist jetzt schon lange her, deswegen weiß ich es nicht mehr so im Detail. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall für alle Miraculous-Fans auch noch ein Video, in dem ich euch die ganzen Ü-Ei-Figuren zeige, die in den rosa Ü-Eiern drinne waren oder immer noch sind. Ich weiß nicht, wie lange die Aktion noch geht. Und ja, sie kann sich auch mal von euch verabschieden. Los, sag mal Tschüss. Los, sag Tschüss. Sag Tschüss. Nein, ich möchte nicht. Okay, dann bis zum nächsten Mal.